Oh fuck, was ist das? So Leute, ich weiß jetzt, wo der letzte Schatz hier ist, in dem... Oh Kacke. Ach. Ja, ein bisschen schade. Aber ich weiß jetzt, wo der letzte Schatz ist. Wir haben hier dort den Block wegmachen können. Und jetzt müssen wir einfach nur noch hier diesen Block hinschieben, dass wir dort hingelangen können. Eigentlich ganz simpel. So. Alle Mann folgen. Gut. Und für diesen Part habe ich einen kleinen Vorsatz praktisch. Also wenn nach dem Bossfight noch 10 Minuten übrig sind und dann natürlich nach den Extra-Leveln, dann ja, werde ich... Okay, wie kann man jetzt eigentlich zum Schatz? Weiß ich nicht mehr. Darunter dürfen wir auf jeden Fall nicht. Da kommen wir nicht mehr hoch. Puh. Das dürfte ziemlich interessant werden. Und wir müssen schnell hinterher. Okay. Man konnte anscheinend nicht viel ändern, dass sie den da runterwerfen. Ich hoffe, wir kriegen den Schatz deshalb trotzdem. Bitte lass uns den Schatz trotzdem kriegen. Bitte lass ihn nicht Otto unten gewesen sein. Och nö. Kacke. Jetzt müssen wir ganz runter. Dieser Kerl hat uns schon letzten Part genervt. Und dafür wurde er geehrt als Thumbnail-Gast, denke ich mal. So. Und zu diesem Zeitpunkt ist Part 3 noch nicht raus. Darüber bin ich auch ganz froh, dass ich nicht mehr so Aufnahmedruck habe. Wir lassen ihn gar nicht mehr zum Umdrehen. Das ist gut, das lief. Und wir kriegen nur 2 Glycerium-Nüsse immer wieder für den gleichen Gegner. Hä? Fehlt... Wo ist hier der Schatz? Oh. Ich habe das Grauen, dass er wirklich dort unten war. Ja. Wenn wir ihn wirklich jetzt hier nicht mehr auf dem Weg finden, Leute, ich sag's euch, dann höre ich, dann tue ich diesen Schatz lieber nicht versuchen, wieder zu bekommen. Ja, das kann doch nicht wahr sein. Oder wo sind wir hier gelandet? Stopp. Das ist nicht der normale Weg. Ist hier irgendwo der Schatz? Bitte. Ich sehe schon das Blinken vom... Ja, hier ist der Schatz. Oh Gott. Ich hatte schon Angst, aber dafür... Bleibt das Let's Play noch 100% jeden Schatz zu finden, aber es wird nicht 100% sein, weil ich kann euch ganz klar sagen, man darf kein Pikmin verlieren in dem Level und dann kriegt man auch noch eine extra Marke, was wir vielleicht letzten Part, glaube ich, gesehen haben. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oh Gott, das hat ja schon 3 Minuten gekostet. Das könnte knapp werden, aber der Bossfight ist, glaube ich, noch gar nicht so lang, dass man hier irgendwie Angst haben muss, weil der Bossfight ist nur der Bossfight, glaube ich, und nicht ein Level. Und deshalb, ja, denke ich nicht, dass es so krass wird. Okay. 427 Glycerium. Ganz okay. Oh, im Pikmin Park tut sich etwas. Wir gehen wieder mal schnell vorbeischauen. Aber da dürfen wir auch gar nicht so viel Zeit verschwenden, denn wir wollen ja jetzt den Bossfight schaffen. Oh, 2 Pikmin haben, 2 Teile von den Pikmin haben was gefunden. Also 2 Bereiche wurden ein neuer Schatz gefunden. So. Hier auch bei den gelben Pikmin. Das ist schön. Aber es kostet Zeit, diese Sequenzen. So, bitte. Die Pikmin haben etwas gefunden. Ja, hier erstmal die Roten. Im Feuer. Sie werden erfreut sein zu hören, dass wir Pikmin ein glitzerndes Vorrat gefunden haben. Oh, das macht 10 Einheiten Glycerium. Ausgezeichnet. Okay, und noch hier schnell. Was haben die gelben Pikmin gefunden im Elektrozeug? Sie werden erfreut sein zu hören, dass die Pikmin ein glitzerndes Vorrat gefunden haben. Oh, insgesamt macht das 10 Einheiten Glycerium. Yeah. So, hier kommen die Gelben wieder hin und die Roten werden hier am Feuer weiter hantieren. Und wir werden jetzt am Extra-Level und am Bossfight hantieren. Okay. Dort fehlt... dafür brauchen wir den Amiibo, also werde ich mal ganz schnell den Amiibo holen. So, schon wieder back. Und hier werden wir den Amiibo schnell einscannen. So, die Daten wurden eingelesen. Und wir kriegen die Chance, um einen Amiibo zu kämpfen, okay. Hier, das Extra-Level für 1C, okay. Gibt's keins für 1D? Hm. Geheim-Level 3 ist das.
Aber, naja, wenn da keins auf der Karte angezeigt ist, wird es wohl keins geben und da können wir dieses Inkling-Mädchen kriegen, okay. So, und die dürfen wir, glaube ich, gar nicht verkacken einmal, weil wenn wir einmal verkacken, ja, dann sind wir dann können wir es nicht mehr kriegen, wenn man genau 8 hier braucht. Und ich kenne aber schon das Trampolin, weil ich es ja natürlich auch schon privat gespielt habe. Und das ist das Trampolin, was es uns bringt, also was uns die Statue holen kann, weil dort alle Pikmin sicher hochgelangen. Okay, gut. Dann haben wir das Inkling-Mädchen jetzt hier und jetzt gehen wir schnell in den Bosswald, rucki-zucki. Damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren und vielleicht noch das erste Level der zweiten Welt machen können. Das wäre ziemlich cool. Erschöpfte Kriegerin. Weil ich will nicht, dass das Let's Play allzu lange dauert. Ich schätze es zwar schon, dass es über den Zeitraum auch geht, dass es erst beendet wird, wenn Super Mario Odyssey schon läuft. Das Let's Play. Also dieses Spiel kann auch schon ein bisschen länger dauern, deshalb. Aber jetzt hier. Ein Schatten im Dickicht. Und jetzt geht es zum Bossfight von von Gebiet 1. Level E ist das. Ich denke, es wird immer so 4 Level geben, ein Secret Exit Level, also 5 Level in einer Welt und ein Bossfight. Aber ohne Level dieser Bossfight dann und halt diese ganzen Geheimlevel und ein Glycerium-Quelle, würde ich schätzen. Okay, links ist nichts. Wo kommt Pikmin? Mal schauen. Ja, hier geht's schon so runter und das sah schon so aus mit dem Gras, dass es hier die Stage sein wird, wo der Bossfight stattfinden wird. Oh, da kommt dieser Punktkäfer, wie cool. Jetzt ist es mal über 2 Bildschirme auch verteilt, die Sache. Okay. Ist ganz cool. Mal schauen, wie wir ihn hier besiegen können. Hallo? Okay, das hat ihm schon sehr viel gezogen. Kommt alle her, Pikmin. Okay, seine Attacke wird sein. Er springt dort raus, wo wir das letzte Mal waren. Als er sich dann entscheidet. Ah ja, okay, wenn es so ist, okay. So, und dann müssen wir ganz nah an ihn erst. Weil dann wird er uns jagen wollen. Glaube ich, was? Ja, jetzt. Und da dürfen wir nicht zu nah hier links sein. Oder rechts, damit wir nicht sicher ein Pikmin verlieren. So. Und jetzt haben wir ihm schon über die Hälfte gezogen. Wie Nintendo das normalerweise macht, kriegt er jetzt erstmal einen Anfall. Ja, ich glaube, er wird jetzt... Ja, die werden dann meistens stärker. Okay, da kommt er raus. Shit. Wir müssen unten durch, glaube ich. Ja, das kann man sogar. Nice. Okay. Dieser Bossfight war null Problem. Und wir kriegen den Pokal dafür. Cool. Ja, ich habe bis jetzt die Bossfights, die ich gespielt habe, es waren 3... Die waren alle nicht sehr herausfordernd, aber so, dass ich sie meistens vergessen habe, jetzt auch schon wieder. Deswegen, ja, ich habe mich gar nicht mehr an diesen Bossfight erinnert, aber war auch nicht der Erinnerung wert, würde ich jetzt mal sagen. Er war ziemlich leicht. Ja, wir haben eindeutig noch Zeit für das erste Level der zweiten Welt. Das ist cool. So, und wir haben... Oh, alle Pikmin wurden gerettet. Cool. Ach, ich dachte gerade, wir können... die im Pikmin Park besuchen, aber die werden jetzt nur hinzugefügt. Okay, nice. Wir können noch das erste Level der zweiten Welt machen. Das hätte ich gar nicht erwartet. Hallo? Darf ich zurück zur Levelauswahl? Gut. Auf dem nächsten Kontinent scheint es ebenfalls reichlich Glycerium Vorkommen zu geben. Viele Gewässer gibt es dort auch. Ich fürchte, sie werden sich ins kühle Nass begeben müssen. Okay, das werden wir jetzt auch. Weil ein paar jetzt so aufzuhören, wäre ein bisschen zu spät. So, Gebiet 2 und das ist das Gewässer im Grün. Und wir gehen jetzt zum ersten in den Blubberblasensee. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich sogar, dass es hier schon den Secret Exit gab. Entweder ich erinnere mich falsch oder es ist heute schon Secret Exit Zeit wieder. Wenn ja, dann werde ich das Ganze aber wahrscheinlich erst im nächsten Part dann den Secret Exit zeigen oder andersrum, je nachdem, wie wir das hier abschließen heute. So, und jetzt geht's zum ersten Mal hier unter Wasser. Kleine Passage auch zum Einführen, würde ich mal sagen. Und deshalb treffen wir natürlich dann auch heute. Und das finde ich gut, hier kann man gut lenken. Ja, wir treffen heute dann auch die blauen Pikmin. Ja, hier sind schon die ersten. Kommt da rein. Was heißt kommt da rein? Okay, hier sieht man auch schon die ersten Wassergegner.
Und diese Schnecke, die dort gerade war, bei diesem durchlässigen Teil, wo, ja, da links dort, die kann uns, die wird uns schon ziemlich nerven, das kann ich euch garantieren. Und warum habe ich gerade, ich habe gerade ernsthaft nicht geschafft, die Glocke zu treffen, die Pfeife. Im Wasser kommen blaue Pigmente sehr gelegen. Das sind die einzigen Pigmente, denen Wasser nichts ausmacht. Bei Expeditionen in wasserreiche Gebiete werden sie uns sehr hilfreich werden sein. Okay. Das freut mich. Okay, kommt, Pigmen. Gut. Oh, dieser Kerl wird uns ziemlich nerven. Jetzt weiß ich nicht, verpasse ich dort oben was? Nee, anscheinend nicht. Wir gehen lieber mal hier lang. Dort oben verpassen wir nichts und so viel Glycerium brauchen wir jetzt auch nicht. Ich denke, es wird schon sehr einfach möglich sein für uns, die 30.000 Glycerium am Ende zu bekommen. Aber hier sind erstmal weitere Pigmen. Ja. Zwei mit einem Köpfer, zwei mit einer Arschbombe. Kommt alle zu uns. Wir sind der Pigmenzug. Tschu-tschu. Okay, nein, bitte, bitte vergesst das. So, hier ein bisschen Glycerium an der Oberfläche, dass wir uns hier easy snacken können. Und dort habe ich gerade schon, natürlich, hab nicht nur ich, den ersten Schatz gesehen. Eine Trillerpfeife, oder wie es auch immer hier heißen wird, werden wir sehen. Die Riesenpfeife, okay, macht jetzt keinen Unterschied, aber 100 Glycerium macht das trotzdem. So, und wenn man den öfters hittet, dann geht der da auch weg, also geht der da schneller runter. Aber hier muss man natürlich sofort aufpassen und lieber weggehen. Okay, wir werden mit den Schätzen überhäuft, würde ich mal nennen. Hallo, Pigman? Wir werden mit den... Oh, Kacke. Jetzt check ich, warum wir hier sofort den nächsten Schatz haben, weil es trotzdem Schwierigkeit hat. Okay, wie sollen wir das packen? Kann ich das alleine? Ja, kann ich. Okay. Da war ich mir nicht sicher, aber hier ist schon der zweite Schatz. Eine Zahnpastatube. Oder eine... Ja, eine Raketenpolitur. Wahrscheinlich ist das eine ganz normale Tube und nicht Zahnpasta. Aber wenn ich das sage, dann ist es natürlich so, wisst ihr. Das ist die Logik. Oh, da waren sogar Pigmen. Ich hätte gedacht, dass es nur so, keine Ahnung, da ist einfach. So. Wir wollen hier schnell rein. Hier kann man durch die Wand. Und hier sind ganz schön viel Glycerium. Komm, Pigments. Gut. So, wow. Shit. Sorry. Ich habe aus Versehen meinen 3DS aus der Fassung fallen lassen. Ich habe diese Wii U Aufladestation hier als mein 3DS Haltgerät, weil ich die Wii U nicht mehr spiele, weil sie hat einen Bug bei mir, dass sie immer nur nach unten zieht. Aber dazu werde ich vielleicht noch irgendwann reden, wenn ich ein Switch Let's Play mache. Also, da werde ich mir eine Capture holen. Vielleicht werde ich auch noch ein paar Wii U Spiele, die man normal mit einer Wii Fernbedienung spielen kann, Let's Playen. Aber Captain Toad Treasure Tracker oder sowas. Oh, kacke, da ist ein Pigment. Och, Mann, ne. Aber Captain Toad Treasure Tracker wird auf jeden Fall nicht kommen, das kann ich euch garantieren. So, und warum kann man hier so schön alles sich holen? Weil dort ein Teil kommt und uns gleich sowieso einholen will oder wird. Nicht einholen, nein, das wird uns nicht einholen. Aber zum Beispiel auch für die Wii U, das finde ich ziemlich schade, gibt es so geile Spiele wie Star Fox Zero oder was weiß ich, Pikmin 3 zum Beispiel auch, die ich alle nicht spielen kann, weil... Ja, mein Gamepad diesen Bug hat, deswegen werde ich das vielleicht auch bald ersetzen wollen, aber ich weiß nicht, ob man ein neues Gamepad kaufen kann, das ist das Problem. Aber sonst würde ich gerne so ein Let's Play dazu raushauen. So, und wir kriegen hier einen Haufen Glycerium, wow. Wir haben schon 185 Glycerium-Nüsse in diesem Level gesammelt, das ist nice. Das ist schon richtig fett eigentlich. So, aber hier sind schon wieder diese Schnecke, oder wie? Sie sieht aus wie eine Schnecke, was es ist, fragt mich nicht. Ich kenne kein ähnliches Tier zu dem Ding. Okay, schnell lieber durch hier. Ist ja nichts Interessantes. Oh, Kacke. Okay. Puh. Ein Haufen von denen. Von den Kerls. Und da oben ist schon... Schneller würde ich mal lieber sein. Wieso? Wir kriegen den dritten Schatz, eine Wutbürste. Die gibt 400 Glycerium. Und, wow, shit. Pigment. Ich pfeife mal lieber immer nach ihnen, dass sie nicht ausbüchsen. Praktisch. Oh, ich will dieses Glycerium dort gar nicht einsammeln, weil ich schon Angst habe. Wir gehen einfach lieber weiter. Aber das Level ging doch sehr schnell eigentlich bis jetzt, würde ich sagen.
Oh, da ist auch schon das Ziel, okay. Oh, dann wird das ein ziemlich kurzer Part, hey Pikmin. Ich hätte niemals erwartet, dass wir überhaupt das erste Level der zweiten Welt hier spielen können. Aber vielleicht kann ich ja nochmal schnell nachschauen, ob es einen Secret Exit gibt, weil dann werden wir den machen. Das Gebiet 2 Level A ist jetzt geschafft, das der Blubberblasensee mit diesen nervigen schneckenartigen Viechern. Ah, wir haben alle drei Dings da, alle drei Schätze, das ist schön. Und wir haben jetzt 6000 Glycerium erreicht, das ist gut. Dann kriegen wir nochmal was freigeschaltet, so. Mal weiter. Captain Olimar, wir haben jetzt 6000 Einheiten Glycerium. Man merkt sofort, Sie sind ein Profi. Aber das ist noch nicht alles. Der Lebensbalken Ihres Raumanzugs hat jetzt 4 Stufen. Nun brauchen Sie sich vor kleineren Blessuren nichts mehr zu fürchten. Aber das ist noch nicht alles. Wenn wir 10.000 Glycerium-Einheiten hätten, könnte ich noch mehr für Sie tun. Okay, nice. Wir haben jetzt 4 Balken an diesen Lebenteilen, also müssen wir uns noch weniger Sorgen machen. Und hier scheint das Extra-Level auch ein Level zu sein, was man mit dem Amiibo freischalten kann. Und es gibt keinen Secret Exit, sonst würde dieser andere gepunktete Weg dort weiterführen. Deswegen wird es in Welt 2b einen Secret Exit geben. Aber, oh warte. Ich denke mal, wir sollten vielleicht erstmal in den Pikmin Park und dort die blauen Pikmin auch zuweisen. Das wäre, glaube ich, eine nicht so schlechte Idee. Blaue Pikmin sind im Park angekommen. Sie sind gute Schwimmer und können sogar Gewässer erforschen. Okay, dann werden wir sie auch gleich mal hier zu den gelben Pikmin in diese Gewässer schicken. Und mal ihr Job machen lassen. Und wir gehen jetzt in das Extra-Level, das man durch ein Amiibo wieder freischalten muss. Besser gesagt, durch den Pikmin-Amiibo. So, die Daten wurden eingelesen. Und wir können das Amiibo nicht in diesem Gebiet verwenden, okay. Hat Welt 2a kein Extra-Level? Ach so, wir waren in Welt 2b, okay. Jetzt check ich's. Ja, man muss schon auf dem gleichen Level sein, wo man dann das Extra-Level freischalten will. Das habe ich vergessen. So. Oh. Ja, wir können den Amiibo nicht verwenden. Okay. Schade. Dann gehen wir nochmal hier schnell im Buch nachschauen. Hier sind rote Pikmin beschrieben, gelbe Pikmin beschrieben und jetzt auch die blauen. Aber wir werden uns das wahrscheinlich erstmal anschauen, wenn wir das Let's Play durchhaben, also dieses Game durchhaben. Und Welt 2b würde in diesem Part auf jeden Fall nicht mehr passen, deswegen sage ich damit hier ciao und bis zum nächsten Part, wo wir Welt 2b, den Secret Exit dort, glaube ich, gab es auf jeden Fall, und Welt 2c machen werden. Ich freue mich schon drauf, bis dann und ciao.